Hallo Freunde, heute möchte ich mit euch über Let's Plays reden. Ja, und ich habe eine Maske auf und ich sehe die Schau behindert aus. Und ja, es geht darum, wie man Let's Plays machen sollte. Und daran würde ich jetzt sagen, Let's Plays sollte man mit Freude machen, nicht mit Muss. Man sollte nicht sagen, ich habe Aufnahmedrang, ich mache das, mich freut es nicht. Ich mache das jetzt irgendwie, ich sage jetzt irgendwas. Ich habe keine Lust dazu und diese Maske, die stinkt ja, Digga, ich habe keine Lust mehr. Ja, ich muss die Mundschein rechnen, das sieht behindert aus. Ich kann das nicht sagen. Ist egal. Muss ich auch den Spiegelverkehr machen. Ja, und ich habe halt diese Maske auf, weil ich finde nicht, dass ihr mich ganz seht. Bin ich hässlich oder so? Nein, ganz im Gegenteil. Aber ja. So, dann würde ich mal sagen, es geht doch dann mit jeder Let's Player. Ja, also auf Minecraft-Server genau anders sind, wenn man gemeinsam mit denen spielt. Schulkameraden oder so. Das geht. Sie werden dann auch bei Let's Plays. Sie sind nie zufrieden mit den anderen. Sie wollen immer nur, dass es so aussieht, dass es. Genau. Es ist genau das. Sie wollen immer, dass es perfekt ist. Wenn etwas nicht so ist, wie sie es glauben, dass es sein muss, ist es weg. Und ich glaube, sie wissen genau, wenn sie sich angesprochen fühlen. Also, Tommy, wenn du das Video hier siehst, fühl dich darauf angesprochen. Und dein Bruder sollte sich darauf auch angesprochen fühlen. Und dann ja, dann versucht man auch wieder Let's Play so wie ich zu machen. Mit Spaß, mit Freude, mit Leidenschaft. Und ich möchte jetzt aber nicht das Motto von Luke Plays klauen. Let's Play aus Leidenschaft. Also Let's Plays sollte man wirklich mit Leidenschaft machen. Mit Leidenschaft machen. Ja, ich weiß, es ist schon spät. Aber das seht ihr wahrscheinlich eh hier unten. Achso, ja, ich bin schon froh. Ja, ich bin ja wieder auf der Aufnahme, die was ich vorher gestartet habe. Dragon Warrior. Und ja. Aber darauf sollte ich ja noch was mal zurückkommen. Und, ja. Und dann gibt es auch wieder Let's Player. Die machen das alles mit Leidenschaft. Ja. So wie Gronkh. Seronic. Ungespielt. AKA Simon. Daniel. Keine Ahnung, wie Gronkh in Real Life heißt. Ja. Und dann geht es auch wieder nach wie ich. Spaß. Lustig sein, aber nicht wirklich lustig versuchen sein zu wollen, aber nicht wirklich sein. Und ja, und mit Leidenschaft. Und dann gibt es wieder andere, die was halt, wie ich da vorher angesprochen habe, die was denken, sie müssen es machen. Sie müssen alles perfekt machen, sie dürfen keinen Spaß dabei haben, kein gar nichts. Und das ist falsch, meine lieben Let's Player. Ihr sollt Spaß haben, wenn ihr die Aufnahme versaut. Einmal und ihr habt keinen Bock, das alles wieder neu aufzunehmen und ihr könnt es nicht alles wieder rückgängig machen. Dann lasst es einfach trotzdem hoch. Ich meine, jedem passiert mal Fehler. Jeder baut mal Mist beziehungsweise Scheiße. Und ja, das ist eben immer so. Also, das ist halt jetzt so, wie ich es gesagt habe. Ihr dürft nicht daran zweifeln, dass ihr keinen Spaß haben dürft oder ja, ich weiß nicht, was anderes nicht haben dürft. Ihr dürft Spaß haben, es muss nicht perfekt sein, jeder macht Fehler, auch bei Let's Plays. Immer, jeder Mensch, also nicht immer, aber jeder Mensch macht Fehler, irgendwann, egal wo. Und ihr könnt es trotzdem hochladen, ja. Es muss nicht alles perfekt sein, ihr könnt Spaß dabei haben, ihr könnt es aus Leidenschaft machen. Ihr müsst nicht so tun, als müsstet ihr es hochladen. Wenn ihr aus Spaß berühmt werdet, werdet ihr Spaß berühmt. Aber wenn ihr alles perfekt machen wollt, dann macht doch alles perfekt. Wenn man perfekt macht, hat man mehr Abonnenten. Ja, man wird berühmter. Aber man hat keinen Spaß. Und das geht es mir halt. Und deshalb würde ich sagen, war es das damit. Und das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Und mehr geht es eigentlich gar nicht, Leute. Also, nehmt euch alles nochmal zu Herz, was ich gesagt habe. Denkt wirklich mal nochmal darüber nach. Tommy, du auch, falls du das Video siehst. Und dein Bruder sollte es auch. Und
Michi, falls du das siehst, du machst eine gute Let's Player-Karriere. Ja, so mit deiner Gruppe. Und ja, mit Paul, mit mir. Ja, ich habe einen eigenen Kanal. Ich bin bei zwei anderen dabei. Ja, ich bin überall dabei, irgendwo ein bisschen. Also, das macht alles nichts zusammen. Es ist ein ganz anderes Thema. Aber ich würde sagen, überlegt euch nochmal alles gut, was ich gesagt habe. Nehmt euch alles zu Herzen. Schlaft nochmal drüber. Keine Ahnung, vielleicht den ganzen Tag drüber denken. Und dann sehen wir mal. Vielleicht habt ihr euch dann geändert. Tommy, der Bruder, keine Ahnung. Und alle anderen, die was bis jetzt so weiter gemacht haben. Aber ich will nicht sagen, dass Dominik voll schlechte Videos macht oder sein Bruder. Es sind alle hervorragend. Nur irgendwie fehlt ein bisschen der Spaß daran, würde ich sagen. Aber ja, ich habe gesagt, nicht jeder muss perfekt sein. Und Spaß gehört ja auch zur Perfektion. Aber wenn man das auch perfekt machen will, dann muss alles genau passen in dem Video. Und ja. Und kein Video ist wirklich perfekt. Denn Spaß gehört zur Perfektion. Und das alles perfekt ist, gehört zur Perfektion. Und das kann man halt nicht innen anpacken. Spaß und alles perfekt sein. Und das geht nicht. Man könnte es theoretisch schon, aber nicht wirklich. Und ja, Leute. Also, was findet ihr ist besser? Schreibt es in die Kommentare. Findet ihr besser, es ist, wenn man Spaß hat, alles lustig nimmt in die Let's Plays und einfach nur aus Leidenschaft macht, oder wenn man sagt, man muss berühmt werden, man muss das machen, man muss einfach. Was findet ihr besser? Aus Spaß oder aus Muss? Also aus Muss muss keiner, ja? Wenn, dann wollen sie es so und sie sagen, sie müssen. Aber das stimmt alles nicht. Sie müssen nur Spaß daran haben, nur Spaß an der Sache. Und jetzt ist die Maske wieder einigermaßen gerade. Jetzt am Ende und dann würde ich sagen, ciao, wir sehen uns beim nächsten. Keine Ahnung. Teil vom Let's Play. Woher soll ich wissen, was das sein sollte? Ba-ba-ba. So, mit einer sitzenden Maske verabschiede ich mich von euch. Ciao, Leute, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann wieder.